Beim Filmfestival Cottbus werden wieder Brücken gebaut. Bei der 28. Auflage in 3 Wochen geht es dieses Mal noch politischer zu. Die Macher beschäftigen sich unter anderem mit Rassismus und Antisemitismus und stehen aktuellen Entwicklungen kritisch gegenüber. Wir bauen Brücken zwischen Ländern, wo die politische Verständigung nicht mehr so ganz funktioniert. Wir bieten uns als Dialogplattform an. Wir haben hier Filme zum Beispiel aus der Ukraine und aus Russland, aus 2 Ländern, die sich einmal als Brüdervölker bezeichnet haben, wo es Krieg gibt momentan. Filme, die von der Aussage her ähnlich sind. Also wir haben Filme über die Kriegssituation aus dem Donbass, sowohl aus ukrainischer wie aus russischer Perspektive und stellen fest, im Endeffekt beschreiben die Situation relativ ähnlich. Es wird auf beiden Seiten der Frontlinie geschossen, gekämpft, gestorben, geliebt und auch gelacht. Und es ist Sehnsucht nach Frieden da. Die Zuschauer reisen bei den über 200 Filmen quer durch Osteuropa. Es geht vom Baltikum zum Balkan, von der Neiße bis nach Sibirien. Drama, Komödie und Action. Fast jedes Genre ist vertreten. In den bekannten Cottbuser Spielstätten, Stadthalle, Weltspiegel, Kammerbühne, Ohm Kino im Glätthaus und dem Planetarium für Fulldom-Filme werden dabei 65 Deutschland- und 10 Weltpremieren gezeigt. Das ist ein Rekord. Also 200 Filme hatten wir noch nie. Da sind natürlich auch Kurzfilme mit bei. Dieses Jahr waren wir einfach unglaublich fündig. Also es gab noch mal mehr Filme, die uns interessiert haben. Es gibt auch noch mehr Themen, die virulent geworden sind. Wir beschäftigen uns mit dem Regionalprotein Schlesien, auch eine unglaublich produktive Region um die Hauptstadt Oberschlesiens Katowice herum, mit Georgien, was ja ein Land ist, was immer interessant ist, schon von der Landschaft her, aber auch von der ganzen Kultur und Geschichte. Und um die Mosaike zusammen zu stecken, um Geschichte und Filmkultur richtig darzustellen, braucht man schon in so einer Reihe mindestens 5, 6 Filme, ab und zu auch ein paar Kurzfilme. Und alle Filme treten in 4 Wettbewerben und 11 Kategorien an. Sie werden von 8 internationalen Jurys bewertet. Unter den Mitgliedern ist auch der in Cottbus geborene Schauspieler Uwe Kokisch. Die Organisatoren erwarten in diesem Jahr wieder rund 20.000 Zuschauer. Und alle wollen sehen, wer in das Rennen um die heiß begehrte Lubina geht.